Hallo zusammen, weiter geht's mit Wattails. Und ja, nach der Abreibung von den Wachen würde ich sagen, ich lasse das nochmal mit der Quest von Septel, bis der Fahndungslevel reduziert ist wieder. 375, das bauen wir erstmal ab. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit schauen wir mal, dass wir hier den Weg, da war irgendwie noch eine Mine, soweit ich mich erinnere. Oder kommt eine Karawane, ne? Wir schauen sie uns an, aber wir greifen sie nicht an. Guck mal, Lanze des Deserteurs, aber 170 Münzen, ne? Und nächste Masol kostet 132. Mal leicht 31, 11. Die sortieren wir nochmal raus. Auch 11, 12. Der hätte, glaube ich, mittel, schwer, leicht 16, 15, 20, einfache 5. Bewegung plus 2. Die ist zwar ein bisschen schlechter, aber könnte weiter laufen. Ne? Bogenschütze hat 16 Rüstung. Okay, dann tausch du mal mit dem Bogenschützen. Er kann leichte Rüstung nicht tragen. Leute, ihr macht mich wahnsinnig. So, du bleibst erstmal bei der einfachen. Wir finden ohnehin noch später bessere Sachen. So, der ganze andere Käse geht jetzt weg. 170 hätten wir noch 46 über, dann kann ich mir aber keine Dings von leisten. Kein Sold mehr bezahlen. Jacke 2 und der Jacke 9. Das sollte ich auf jeden Fall investieren, denke ich. Okay. Wenn wir Daumen drücken, dass mir jetzt nicht nochmal irgendwie jemand entgegenkommt, so wachtechnisch. Außenposten der Wache. Bertram hat mein Schwager 2 Kühe und ein Kalb gestohlen. In nur einer Nacht hat seine Familie alles verloren. Wenn nach allem, was passiert ist, werde ich den Flüchtlingen nie wieder helfen. Sie sind genau wie Bertram, gesetzlose Schurken, die ganze Bande. Hier ist nämlich noch Kiste. Ja, guck mal, warum eigentlich nicht, Mäuschen? Du kannst mal... Das ist mein Koch. So, Holzhacken ist kein Beruf, ne? Glaube ich jedenfalls. Aber dass ein Koch sein Holz hackt für den Kessel, ist ja auch irgendwo authentisch, oder? Ich kann ja nochmal gucken. Rotschick. Angeln, Tüftler, Koch, Dieb, Alchemist, Bergarbeiter, Schmied. So, dann kommt noch Bade. Aber Holzfäller war kein Beruf, das ist gut. Dass wir draußen kampieren müssen und alles nur wegen so einem weinsköpfigen Banditen. Dieser Bertram schreckt von nichts zurück, um diese Tölpe zu terrorisieren. Wenn es darum geht, der Wache die Stirn zu bieten, sieht das schon ganz anders aus. Seht ihr die Höhle dort im Norden? Da hat er sich verkrochen. So geht das schon seit drei Tagen und doch will er nicht aufgeben. Bertram weiß, dass er erledigt ist. Trotzdem verteidigt er sein Versteck so hartnäckig, dass wir keine andere Wahl haben, als ihn auszuhungern. Deshalb brauche ich Söldner. Euch kennt er nicht. Vielleicht lässt er euch sogar rein, wenn er glaubt, er könnte euch zu seinen Helfern machen. Wenn ihr erst einmal sein Vertrauen gewonnen habt, könnt ihr ihn für uns erledigen. Es soll sich für euch lohnen, das verspreche ich. Guck mal, kriegen wir 100 Münzen und dann können wir die nächste Sold wieder zahlen. Okay. Finstere Höhle, rein da. Oh, Vivi. Mir gefällt es gar nicht, die Bauern unter Druck setzen zu müssen, aber wir haben keine andere Wahl. Die Bürger von Tretin weigern sich, uns anzuheuern oder ihre Ressourcen mit uns zu teilen. Elia. Kaum 4 Jahre ist es her, dass Bertram und ich unsere Tage mit Ochsentreiben verbracht haben. Doch seither
Scheint fast ein ganzes Leben vergangen zu sein. Da fehlt ein Tee. Bertram, Söldner, hat Fergus euch geschickt, um uns zu helfen. Rowand hat euch angeheuert, um mich zu töten. Ich flehe euch an, tut es nicht. Das macht uns keinen Spaß, die Bauern zu schikanieren, wisst ihr. Aber wir haben keine Wahl, wenn wir überleben wollen. Rowand ist derjenige, der sterben muss. Ich biete euch das gleiche wie er, nein, sogar mehr. Und ihr würdet eine gute Tat vollbringen. Ohne ihn hätten die Bauern von Tiltren niemanden mehr, der sie beschützt. Wir müssten sie nicht zwingen, ihre Ressourcen mit uns zu teilen. Tötet den Hauptmann, das ist die einzige Lösung. Moment mal kurz. Jo. Okay. War gerade kurz in die Audioeinstellung. Annehmen. Will ich einen? Hat er nicht gesagt, er gibt mir sogar mehr? Dann gehen wir raus. Mal gucken, ob wir den Fahndungslevel wieder erhöht bekommen dadurch. Hauptmann Rowand. Bertram hat euch angeheuert, um uns zu töten. Nein, Moment, ihr versteht nicht. Dieser Mann ist kein armer Flüchtling. Er terrorisiert die hiesigen Bauern und stiehlt ihre Ernte. Er muss sterben, also tötet ihn, ich werde euch bezahlen. Tötet Hauptmann Rowand für Bertram. Das letzte Mal habe ich Bertram gekillt, deswegen töten wir jetzt Hauptmann Rowand. Und 5 sind das nur, plus er wahrscheinlich. Stufe 3. Sollten wir schaffen. Inspiration des Anführers. Da sind 3 in der Mitte. Da sind 3 ganz am Rand. Und jetzt hat er einen Bogenschützen. Hauptmann Rowand ist ein Bogenschütze. Ne? Den muss ich direkt in Nahkampf verwickeln. Kommen wir mal alle rüber auf die rechte Seite. Er hatte, glaube ich, mit die weiteste Bewegungsreichweite. Ne? Sehr schick. Er kommt daran. Der kommt da und der kommt da. Dann können die beiden sich um den kümmern. Das müsste passen. Seenriss. Gut. Ach, warte mal, bin ich doof, Mensch. Zack, dich da ran. Nach da. Kommst immer noch ran. Nach da. Kommst immer noch ran. Und da noch nicht mehr. Tausch mit dem Bogenschützen. Wer ist als erstes dran, Leute, ne? Macht auch diesen Rüstungsdurchbrecher. Den könnte ich eigentlich direkt stoppen. Dann ist der Leutnant dran. Oh Gott, haben die alle Reichweite. Euer Ernst? Okay. Planänderung. Die mit Rüstung und Schild und Axt hier, die kommen nach links und er stoppe auch. 12:20. Alle in Kämpfe verwickeln und dann zurückziehen lassen, ne? Das müsste eigentlich auch hin. Dann da nicht mehr ran. Rauscht und er daran. Er kommt da nicht ran. Er kommt dort nicht ran. Okay, du bleibst dann als Backup. Spießt den ja auf, stoppst ihn gleich. Ihr beiden kümmert euch um die hinten. Das ist ein bisschen mehr Leben. Er kann zwischenlaufen, dann kriegen beide Blutung, aber egal. Gut, auf geht's. Ich könnte natürlich hinlaufen, Seenriss machen, ein Stück zurücklaufen und dann stoppen. Aber nee, ist egal jetzt, komm. Auf geht's. Und stopp. Du bewegst dich mal nirgendwo hin, Kollege. So, und der rennt wahrscheinlich zwischen die beiden. Du rennst nach vorn. Er kommt überall ran, ne? Der da hinten links ist dran. Ja, komm. Ist egal, ran. Ugh.
passiert jetzt? Wo will er denn ganz hin? Okay, noch besser. Haha. So. Your turn. Warte mal, wer war eigentlich mein... Oh man, eh hier, ne? Taktische Ordnung. Der muss nämlich in der nächsten Runde dann weg. Kommt der nicht ran und der nicht ran. Bis wo kommst du? Bis da unten unter. Bis da kommt er ganz gut. Ah, ne, der erwischt mich. Der kommt ran. Denn ich laufe mal in den Schlamm. Und Schuss. 70% geht aufs Schild jetzt. Eins, zwei, na? Kommst du ran? Nein. Komm nicht ran. Schade. Gut, mach das mal. Schön. Messer am Bauch. Komm schon. Ah, kommt doch nicht. Oder hat sie einfach nur nicht genutzt, seine volle Reichweite? Du läufst hier mal runter. Lebt noch. Das ist schlecht. Voll in die Fresse. Sehr geil. Er ist gleich drin. Und bis hier vorne, ne? Dann laufe ich doch mit ihm nochmal wieder raus. Gucken wir mal, wie weit er kann. Kommt nicht ran. Ja, gegen den Kämpferweg 30 Mal. Leutnant Otto Bollwerk. Warte mal, kann ich das einsehen? Achso, ist nur ein Spitzname Bollwerk, ne? Ich bin jetzt für Schaden zu, wenn es weniger als 50% Gesundheit hat. Ja, weg damit. Guck mal, der würde rankommen. Der würde nicht rankommen. Wo kommen die denn her? Haben wir Verstärkung oder was? Ich glaube, das muss Verstärkung gewesen sein, ne? So gut, dass sie nicht rangerannt kommen. Oben ist noch einer. Ja, ich glaube tatsächlich Verstärkung, ja. Ja, wer ist dran? Er ja, ne? Schafft's aber nicht ran. Hier da oben. Würde es ran schaffen, aber auch nur knapp. Sammeln in der Mitte. Kommt auch nicht ran. Taktiker. Kommt auch nicht ran. Mensch, das wird ja mal besser hier. Natürlich anlaufen, ihn anpicken, Speer schmeißen und nach unten den Dings machen.
Das mache ich. Schön in den Rücken. So, und das jetzt in seine Richtung. Er schafft sogar hier zwischen. Auch gut. Rundumschlag, zwei Treffer. Hat es auch nicht. Ja, lauf mal durch den Schlamm. Sind beide Rücken an Rücken hier. Gleich schon allen Einheiten im Bereich 2 im 8. Okay. Das wär auch was gewesen zwischen den beiden. Sehr geil. Ja, dann ist der da oben dran, ne? Kürze Reichweite, er kommt nicht runter. Sehr gut. Und ist dazwischen laufen mit der Fackel beiden im Rücken. Damit im Rücken. Und den hier wieder machen. So, wie gesagt, er ist ausgebremst. Dann ist der hier gleich dran. Gut. So, jetzt hier oben mal hoch. Kommt nicht ran. Klein kannst du, glaube ich, noch vor. Ja. Sogar hier unten noch ganz runter zu meinen Leuten. Oh, schade. Und stopp. So, der ist gleich dran. Dann ist der Taktiker dran, ne? Nicht ganz rüber. Ja, nächste Runde wieder volle Bewegung. Die Ticker ist dran. Oh, ernsthaft? Okay, stopp ihn. Hatte gehofft, er killt ihn, dann hätte ich den Stopper, den Sperrball auf ihn hier gemacht. So, schön nach hinten raus. Und noch weiter nach hinten raus. Ah, er kommt trotzdem ran. Schade auch. Demoralisieren. Ne, nix da. Blut nehmen wir mit. Schwächen dann gleich hinten dran. Sehr schick. Und gleich noch einer. Schade, hat nicht gereicht. Rotschrick ist jetzt peiniger. Peiniger. Kritische Treffer und kritischer Schaden erhöht, wenn eine Zweihandwaffe ausgerüstet ist. Sehr geil. Rotinos ist ein Level hoch. Schauen wir mal. Stärke. Aber hallo, plus 2. Gott. Wir brauchen echt eine andere Waffe. Hm. Oh, Bingo.
Gute mittlere. Das nicht, der ist nicht, da ist er. Ups. Eine leichte mittlere kann er nicht tragen. Er hat eine mittlere Abwehr 3%. Yes. Hauptmann. Ja, leicht. Mittlere plus 1. Kritischer Schaden minus 5%. Ne, bleibt mal auf den 5. Leichte. Ein Mittel tragen. Jemand kriegt diese leichte. Eine leichte Rüstung nicht ausrüsten. Ja, noch nicht. Sehr cool. Ja, Leichen kann ich nicht mitnehmen. Public Enemy Nummer 1. Untersuchen. Goldschlüssel. Sehr schick. Bertram. Kann nicht fassen, dass Rowan tot ist und wir frei sind. Wir stehen tief in eurer Schuld. Hier, nehmt das. Ihr habt es euch verdient. Ich werde Fergus und den anderen Flüchtlingen der Zuflucht von euren Taten berichten. Sehr cool. Verwenden Goldschlüssel. Aufgeschlossen. Lanze der Legion. Funktionales Duo. Stangwaffe. Das gewusst hätte ich für Hypien hier nicht die Dings gekauft. Verlangsamung. Blutung. 8 bis 10. 13 Schaden. So kämpft das Ziel mit einem Verbündeten. Erhält dieser Verbündete den Effekt Riposte. Das ist auch nicht schlecht. Das Ziel schon verlangsamt. Von Verlangsamung betroffen, erleidet es eine Blutung. Das kann ich auch mit dem Bogenschützen kombinieren. Dass er damit reinschießt, dann ist der Gegner verlangsamt und dann kriegt er Blutung. Oder ich verwickel sie mit meinen Schildträgern im Nahkampf. Kriegt der Nahkämpfer noch Riposte. Macht, glaube ich, mehr Schaden als eine Blutung. Gut, das war's. Irgendwas zu highlighten geht hier nicht mehr. Haben alles. Mal wieder rein da. Komplett müde, ne? Welchen? Guck mal, Dietrich. Guck mal hier unten noch. 181,1. Ach Gott. Eins. Und zwei. Nummer 3. Sehr gut. Und 10 mal Erz. Ja, schon bin ich deutlich drüber. Aber ich glaube, ich muss jetzt eh rasten, ne? Kann ich hier drinnen rasten? Nee. Außen kann ich rasten. Durchschnitt 20%. Gut, und ich soll so einen Pfahl bauen, ne? Aber. Lesepol. Nee, Quatsch. War dieser Pfahl? Oder habe ich den gar nicht gekauft gehabt? Bauplan Bestände. Hier, erfordert Tüftler Lehrling. Tüftler Lehrling. Und ich habe... Leon. Tüftler ist Novize. 28 Punkte muss er noch. Dann mach uns mal. Wir haben 6 Dietriche, 3 Angelhaken, Kletterhaken. Da brauche ich auf jeden Fall irgendwie welche von. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viele Erfahrungspunkte das waren. 69, dann waren das 17, ne? Guck mal, dann baust du jetzt Dietriche, bis du ein Level hoch bist. Oder Angelhaken. Mal 3 Angelhaken. 17. Tüftler, Lehrling. Sehr cool. So, das heißt, ups, nochmal hier rein. Vielleicht den Bauplan lernen. Bumm. Waren das jetzt? Werkstatt. Bestände. Die zugewiesenen Gefangenen können während der Rast nicht fliehen. Sehr geil. Lehrling. Bestände. Und das Gewicht ist dadurch auch gleich wieder reduziert. Cool. Fortschritte bei der Entdeckung haben noch einen Dingspunkt gebracht. Kann nur einmal besitzen. Okay.
Aber man kann da 4 ransetzen. Das ist natürlich noch geiler. Ich dachte, ich muss 4 von den Dingern vielleicht... Ups. Zelt bleibt bitte, wo es ist. Ich dachte, ich muss 4 von den Dingern bauen. 3 und Nummer 4. Sehr cool. Ich rutsch mal kurz ein bisschen. Meine Jungs wollen ans Feuer. 3 Stück sind dran. Zelt sind 2. Mal 3, 4. Verdammt. Mal ein bisschen hübsch machen. Nur ein bisschen. 3 sind dort dran. Hier geht daran. 1, 2, 3. Ja, ne? Alle dran. Das ist 4 von 4. Klasse. So, dann gehe ich mal mit der Fisch ein bisschen raus hier. So, jetzt hier da wieder ran. Der Dieb muss hier ran, ne? Oh, warte mal, wer war? Tandin war doch mein Dieb. Ist er anhaben? Tandin, da ist der Dieb. Der muss nämlich an die Kiste, um die Sachen hier, die Healer-Sachen, umzuwandeln, dass sie halt dann nicht mehr geklaut werden. Okay, cool. Machen wir Pause. Das 20%. Trink mal hier so einen lauten Apfelwein. Die beiden kommen weg. Rasten. Nahrung reicht nicht aus. Oh, warte mal. Ich habe doch noch einen Punkt gerade bekommen, ne? Warte mal. Ach, Mann, bin ich doof. Das war es nicht. Schweinefleisch, guck mal. Dann sollte ich mir mal Kochtopf gegrilltes Schweinefleisch lernen. Zehn Stück. 36 Erfahrungspunkte. Sehr schön. So, dann haben wir 2 im Zelt, 2 am Feuer. Bei Arbeiten, der ist am Topf, der reduziert dann den verbrauchte Nahrung pro Runde. So, 33. 39. Wieder einen zurück. 37. Das sind 4, ne? Wildfleisch hatte ich nicht irgendwie. Trockenfisch hier. Zack, zack. Und rasten. Tandin haben die Spitznamen der geölte Ellenbogen eingebracht. Hält die Fähigkeit. Tage in Folge Alkohol konsumiert. 10. Hält einen Fertigkeitspunkt dafür. Dafür, dass er gesoffen hat. Auch nicht verkehrt. Kritische Treffer. Plus 30 ist schon, ne? Sollte 18, Bewegung 14, Geschicklichkeit 20. Ich glaube, ich gehe mal auf Willenskraft noch ein mehr. So. Hast du irgendwas gebracht jetzt hier? Nee, ne? Okay, egal, weiter am Text. Nochmal. Oh, da kommt die Wache. Raus und laufen. So, ich koste 120. Ne, verlassen. In den Wald. Alter, sind die schnell da hinten. Ich gehe doch jetzt die Puste aus, Mann. Alter, zum Glück. Zum Glück, ey. Gegen die habe ich gar keinen Bock zu kämpfen. So, Game gespeichert. Kommt da noch ein Wachtrupp da oben nach? Ich war da rauszoomen. Seht ihr da nicht?
hoffe, ich kann die anderen wieder vertitschen. Plünderer. 65, 65. Yes. Bäcker ist voll. Nein! Aber 345, nicht? Und nochmal 5 Seile. Ronald, was bist du denn für einer? Zeit für meine Freiheit, ich werde euch gehören. Noch ein Speerkämpfer. Mehr Erfahrung. Will nicht sterben, untersuchen. Tragfähigkeit, Geschicklichkeit. Risiko von Spannung mit Kameraden in der Nähe während der Rast erhöht. Weil es ein Schnarcher ist. Das ist ja auch witzig. Panik. Ich verspreche, dass ich nie widerstehen werde. Auch Schnarcher. Okay, ich habe ja 2 mit Dolch, ne? Habe ich so einen Attentäter, einen Halsabschneider. Und einen Strategen. Giftmischer wäre eigentlich auch nicht verkehrt gewesen. Ich habe einen Schwertkämpfer, ich habe einen Keulenkämpfer, ich habe einen Bogen, ich habe eine Axt. Ich brauche noch einen zweiten mit der Axt und noch einen mit dem Speer. Guck mal, da oben ist nämlich eine Wache. Wenn die jetzt hier die Straße runterkommen, und da ist nochmal eine Wache. Da speichern wir lieber nochmal. Das ist nämlich das Blöde jetzt. Ich komme nicht mehr in die Stadt rein, weil jetzt hier überall die Wachen patrouillieren. Guck mal, da sind Wachen, da sind Wachen. Den mal. Yes, das ist ganz gut. Müssen wir hier irgendwie einen Kletterhaken machen, dass ich im Zweifel oben raufkomme. Die Wache geht jetzt wahrscheinlich in die Stadt, macht dann direkt Kehrtwende und rennt mir wieder entgegen. Wartet mal kurz. Stopp. Lass die Wachen weiter marschieren. Nächster Händler. Räucherfleisch. Nee, nee, nee. Das behalten wir alles. Keule kann ich gleich verkaufen, wenn ich in die Stadt reinkomme. Ach. Jetzt mal rüber zum Holz, rein in den Wald, holt Deckung und schleicht euch durch den Wald dicht an die Stadt. So, von da kommt gerade kein Trupp Wachen. Ich habe aber schon wieder diese Phantomarmee. Mann, die gehen jetzt rein in die Stadt und drehen um und laufen jetzt wieder in die Richtung. So, und jetzt ist rechts ein Trupp. Wachen, der ankommt, und links ein Trupp, der sich entfernt. Aber wir haben es in die Stadt geschafft. Na, immerhin. Gott, was kann ich hier bauen? Tage, Klamotten. Lohnt sich alles nicht. Reparieren für 16. Den verkaufen für 12. Dann hat die Reparatur unterm Strich nur 4 gekostet. Man muss ja auch das Inventar mal sortieren. Ich hatte in der Zwischenzeit auch noch mal in meinen ganz alten Spielstand reingeschaut. Mit meinen über 30 Leuten irgendwie. Kurz überlegt, da weiterzumachen, aber nee. Das schmeißen wir mal hier unten neben. Handwerkskram. Dann kann es eigentlich schon losgehen mit Essen, ne? So, hier. Alles essen. Muckstück wird gleich verkauft. Heilung kommt da noch hoch. Jetzt kommt mal daneben. So. Nahrung, Nahrung, Stoff. Nahrung, Nahrung. Futter, 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 Nahrung. Weizen, das wird dann eh gleich wieder. Brot umgebacken. Sammelfleisch, Trockenfleisch. Noch ein Schmuckstück und noch ein Schmuckstück. Kletterhaken.
Nahrung. Blumenkram tun wir mal unter die. Ist egal. Das auch noch essen. So, Blumen, Blumen. Lauter Kram. Ist nochmal Fisch. So, und Baumaterial. Das ist auch noch Nahrung. Okay, so kann es erstmal bleiben. Ich sollte mir auch ein Pestheilmittel einmal kaufen. Zurück erstellen. Lehrling. Medizin. Sehr gut. Auch raus. Grab der Ahnen, nee, ist zu doll für den Anfang. Grappen ist für mich gerade auch noch recht schwer. Könnte ich zwar schaffen wahrscheinlich, wenn alle auch direkt auf die Brutmutter einkloppen, aber dann kriege ich diese Gehirne nicht mit. Auch. So, 269. Damit komme ich zwei Tage bzw. zweimal Rasten auf jeden Fall aus. Was habt ihr denn noch für welche? Eine Axtkämpferin. Sold um die Hälfte verringert. Verringert nicht die Fluchtfähigkeit von Gefangenen in der Nähe. Ja, die sind ja eh festgemacht. Die würde ich wahrscheinlich gleich mitnehmen. Abenteuer ruft. Eige. Wahrscheinlichkeit, dem Kampf zu entkommen, wenn die Moral zu weit sinkt. Genau, als Banditen haben wir alles genommen. Danke, nein. So, Haken ist, wenn ich sie jetzt einstelle, habe ich kein Gold mehr, um in der nächsten Runde den Sold zu bezahlen. Also ich muss gleich irgendwie zu Geld kommen. Ich glaube, ja, warte mal. Rotieren. Ja, nehmen wir mit. Rutlin. 5 Stärke 2. Bildwache, die Poste, 2, Bild 1 Einheit im Zielbereich, 3 Schaden zugreift pro Einheit im Zielbereich an. Schneidender Wirbelwind, Strafrichter. So, Otrick hatte ja schon den Amoklauf beim Berserker. Bis 7, 6. Die braucht unbedingt die Zweihandachsen. Wie sieht es mit dir denn hier aus? Soll man eine Einhandachse dann Rundumschlag machen? Ich weiß das nicht. Finden wir es einfach mal raus. So, Scharfrichter. Und Karriereziele. Stärke. Yes. Sold dann 141. Das heißt, ich sollte jetzt aufbrechen, so viel Strecke machen, wie noch geht. Und zwar Richtung Banditenlager. Phoenix Glen Daunton, Gebiet verteidigt. Weichen kurz mal ab. Und hacken Gas. Guck mal, da unten ist auch ein Trupp im Gebüsch unterwegs. Eben Brot, nein, danke. Und eigentlich auch ein bisschen Holz verkaufen, wenn es sonst zu eng wird, ne? Da kommen Wachen. Schnell hoch ins Gebirge. So, und hier schlagen wir unser Lager auf.
Das bringt Tapferkeitpunkte. Das bringt Zufriedenheit, ne? Zufriedenheit habe ich eigentlich genug. Dann geh du mal mit ins Zelt. Bist eh im Tiefschlaf. Lehrling, Rotbacken. Wie meine ich? Heb mir mal Weizen auf. Eins. Alle? Schlecht. Das war einer zu viel. Verbrechen Fahrt, Bonus Zugriff zum Schwarzmarkt und seinen Vertretern. Warte mal hier. Kriege Zugriff zum Schwarzmarkt und seinen Vertretern. Was habe ich denn gemacht? Stundenlang vor der Justiz gesucht. Neue Mission. Kämpfe gegen Händler gewonnen. Kämpfe gegen die Wache gewonnen. Ganoven. Kämpfe an der Seite von Gesetzlosen. Ponys gefangen. Wilderer. Tiere gefangen. Rechenstitel verdient, okay. Fiese hätte gern Berufe entdeckt. Einen noch, dann gibt es da auch irgendwie einen Punkt. Handelsmission abgeschlossen. Kraft und Macht. Angetötet. So, hier gibt es noch einen Dialog. Wir müssen uns mit dem begnügen, was wir haben. Und Rotlin scheint keine schlechte Wahl zu sein. Rothlin. Ignorieren tut so, als gäbe es Rothlin gar nicht. Er hält Beziehungen zu nahestehenden Gefährten. Der Rothlin den anderen Gefährten vor. Rotlin fordert Rothlin auf, dem Ruf der Gruppe alle Ehre zu machen. Plus 1 Beziehung zu nahestehenden Gefährten. Gesellig. Beziehung zu Randham und so weiter. Ach cool, eure Gefährten können Beziehungen aufbauen. Beziehungen zwischen zwei Gefährten können sich je nach Interaktion von Hass bis Liebe entwickeln. Gesellig. Schließt schneller Freundschaften. Mal, das ist gut für einen Hauptmann. So, auf geht's. Ab in den Norden. Nicht Holz. Da fehlt hier irgendwie immer noch ein Schädelsymbol, ne? Da. Starten wir den letzten Angriff. Und alle Stufe 4, ne? Das wird zu doll, glaube ich. Das wird zu doll. Aber ich guck mal, da oben kämpft irgendjemand. Wenn ich Glück habe. Kämpfen die gegen Wölfe gegen Wölfe? Zwei Alpha-Wölfe. Und drei. Es sind nur 8. Da würde ich wesentlich mehr Wolfsfleisch bekommen, aber auch weniger Verbündete. Na, holen wir uns die da. Alpha 3, 4. Ich ziehe meine Leute mal alle in den Süden. Hier geht WASD hier gerade nicht mehr, um die Karte zu bewegen. Da ist auch noch ein Alpha. Der, ups, Alpha da oben ist als erstes dran. So, wie war das jetzt mit dem Speerkämpfer? Okay, mal Vitae und Winter. Da, ganz hinten, okay.
So, auch schön eingekesselt. Die, du wechselst mal mit ihm. So, fügt dem Ziel 9 bis 15 Schaden zu. Guck mal, das heißt, du musst noch mal ausschneiden, am besten mit Bogenschützen. Ihn. Noch nicht richtig. Tatsache, kann noch. Achso, nee, die hatte keine Einhandachs. Nur kurz gedanklich. Tauscht. Er soll auf jeden Fall gleich den Alpha einmal anpickern, aber erst. Fügt den Ziel 5 schnell. Kämpft das Ziel mit einem Verbündeten, erhält dieser Verbündete den Effekt Riposte. So, pass auf, du tauscht jetzt mit ihm. Ja, so wird ein Schuh draus. Ah, hat sich eigentlich schon fast erledigt. So, jetzt kriegt er ja Riposte hier, ne? Ja, cool. Und Stopper. Er beißt zu und Riposte. Der erste Wolf ist weg, der erste Alpha. Sehr gut, die gehen auch alle auf den Alpha. Wolf. Wolf, okay. Schwächender Schlag. Ein Punkt ausgegeben, einen Punkt bekommen und einen normalen Angriff. Da ist noch ein Wolf, da ist noch ein Wolf. Der ist gleich dran, aber der rennt dann auch nach unten. Gehe ich ganz stark von aus. Geh mal ganz. Geh mal oben dich da ranschubsen. Den da wegnehmen. Mal den Punkt wieder. Zu laufen. Oh, passt. Passt ganz gut. So, warte mal. Sie hatte doch hier auch noch mal rundum, ne? Ah, kommt aber nicht an den zweiten ran. Schade eigentlich. Kommt gar nicht ran. Ganz schlecht. So, der Wolf rennt ja eh gleich in den Speer, der obere. Und dein erster Wolf gekillt. Herzlichen Glückwunsch, willkommen an Bord, dein erster Kill. Ich gleich schon verblutet sein, ne? Komm ich da ran, um den. Nee, schade, ich dachte, ich komme gleich ran, um den zu betäuben. Aber
Der wird gleich direkt gestoppt. Der greift noch an und der Alpha greift an. Ich hänge ich mal rein. Super. Und stopp. Opportunistisch. Schaden aus Gelegenheitsangriffen erhöht um 5%. Oh, perfekt. Für ihn genau das Richtige. Und verblutet wahrscheinlich. Nee, lebt noch. Aber ist nicht in Kampf verwickelt, ne? Kann ihn jetzt nicht. Der Wolf ist gleich dran. Hier ist eine gute Schussposition. Riesig. Deckung Geschicklichkeit erhöht um 5%, wenn eine Zweihandwaffe ausgehabt. Bogenschütze wird hier wohl nichts anderes ausrüsten. Perfekt. Der ist auch down. Mehr Fleisch für meine Leute. Aber hier oben war nichts mehr. Laufen wir da mal mit runter. Ich brauche ja gar nicht mehr hin. Zack, down. Gewonnen. So, alles plündern. Gewicht passt noch. Greenheit ist ein Level hoch. Oh, warte mal, das heißt. Halsabschneider, ne? Hinterhalt führt zwei zusätzliche Angriffe aus. Als Alchemist wäre Giftmische eigentlich auch nicht schlecht. Ja, nimm mal den Halsabschneider. Willenskraft, yes. Und neue Rüstung. So, Rothland bekommt seine alte und die hier können wir dann verkaufen. Cool, weiter. Und Angriff. Die nehmen wir auch noch mit und dann ist aber auch Schluss mit der Folge. Da sind vier, da sind vier, da hinten sind auch noch mal ein ganzer Satz wahrscheinlich. Da sind auch noch welche. Theon, Tinus, Brantham. Ah, kommt er nicht zwischen. Jetzt kommt er dazwischen. Gut. Der rennt oben rum, Nahkampf. Bogenschütze, Axt, Schildkämpfer, okay. Acht Kämpfer habe ich jetzt, ne? Alles klar. Dann mal. Waffeln mit dem Bogenschützen tauschen lassen, aber nee, dann treffe ich die eigenen nochmal. Ah, triffst du alle? Leider nicht. Sehr gut, die sind schön weit weg. Punkte.
Egal, ich nehme 2 Punkte mit. Aber kann ich rausschießen. Um und runterschießen. Und dann kann sie hier gleich nochmal einen Rechenangriff machen. Ach Mist. Ist, glaube ich, keine gute Idee, danach hin rumzulaufen. Ich kann aber mit dem Rauchschleier ihn einmal rausziehen lassen. Den da killen. Ach Mist, wieder auf ihn, ey. Blöd das. Rum. Da. Boing. Zingelt ist schon mal schlecht. Der ist gleich dran. Danach ist der dran, ne? Okay. Befreiungsschlag. Den auch weg. Aus und gleich stoppen. So, alleine 3 Wölfe abgestochen. Mal eben so. Weit weg. Weit weg, zu weit weg. Ich hab den Wolf natürlich gefangen, aber den Luxus kann ich mir irgendwann mal leisten. Momentan wird hier gespart. Da steht irgendwie noch einer drin. So, Bogenschütze. Noch einer in der Nähe, gerade nicht, ne? Ja. Prima, ich kann eigentlich mal von hinten ran. Den da. Zack, zack, zack und weggemessert. So, mal heilen. Mist, mit dem her.
oben rum ran. Super. Nein. Ich hab viermal Fleisch, holen wir uns auch noch. Ach, und da kommt einer. Die beiden Schildträger sind vorne, ne? Ist schon mal eigentlich ganz geil. So, Jonas, dann kommt mal ran hier. Direkt kaputt. Zurück ins Glied. Verdammt. Nicht gesehen hier. Und wieder voll. Ich glaube aber nicht, dass man die mitnimmt in die nächste Runde. 214 von 24. Ab direkt ins Lager. Wolfswurst. 16 Stück. Kurz überladen. Dann sollte ich hier auch einmal rasten, glaube ich. Kataver essen. Kauft nach und nach die während der Rast gestohlenen Gegenstände. Hoffe doch. So, das muss komplett weg. 39 und 1. Okay, cool. Würde ich sagen, mache ich hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.